Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg und herzlich willkommen zum Test von Nando's in Wien. Warte, bin ich weiß für euch? Wahrscheinlich steht es jetzt schon in den Kommentaren. Randy hat Liechtenstein nicht gegrüßt. Was ist da los? Der immer wieder jetzt unter den Videos, eine Person, zwei, drei Personen, die da immer kommentieren, wer zur Hölle kommt eigentlich aus Liechtenstein? Und niemand von euch aus Liechtenstein schreibt da drunter, ja, hier. Deswegen habe ich das Gefühl, hier schaut keiner mehr zu aus Liechtenstein. Guten Tag, Österreich, Deutschland, Schweiz, Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Und Luxemburg. 12 Uhr müsste es jetzt bei euch sein. Falls es nicht bei euch 12 Uhr ist, könnt ihr mal reinschreiben, wie viel Uhr es gerade bei euch ist, damit ich mal weiß, wie lange das dauert, bis ihr die Videos seht. Herzlich willkommen im 5. Bezirk. Ich weiß gar nicht, für was steht der 5. Bezirk? Voll komischer Bezirk. Alle, die im 5. Bezirk sind, nimmt das nicht persönlich. Adnan hat das nicht so gemeint. Vielleicht kann ich das Video jetzt in 2 Afrikaner essen schicken. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch Afrikaner bin. Es geht, mein Brr. Alles gut? Danke, danke. Super. Dir? Willkommen, willkommen. Das übliche, aber normal. Oh. Warst du aber schon mal bei Nando's? Nein, auch nicht. Aber du weißt, was Nando's ist. Because you're black. Of course, man. Dang. We are black. We are black. We are Chocolateria. Wie meint er das jetzt aber? Wie jetzt? Wie meinst du das jetzt? Aber was meint er das? Sagen? Ja, was willst du jetzt damit sagen? Warte, bin ich weiß für euch? Nein. Die Frage ist, was bin ich sonst? Meint er das jetzt? Meint er mal das jetzt? Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, vom Munchos. Ich sag mal vom Design, von der Schriftart, von dem Logo. Ich liebe dich mehr. Danke dir immer. Bye bye. Nando's habe ich sehr, sehr gefeiert. Ist auch so schon die Art von Chicken, wie das zubereitet wird und so on, so on. Ist einfach sehr, sehr speziell und liebig. Ich glaube, das ist portugiesische Art. Peri Peri Chicken müsste aus Portugal kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Eigentlich will ich einfach nur mit euch Chicken essen gehen. Gehen wir rein in den Salat. Gehen wir rein. Sir. Vorsicht. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ja, gut. Super. Super, super, super. Wir nehmen kurz eine Karte mit raus, wir kommen gleich, ja? Wir haben 4 Schärfestufen. Wir haben Full Chicken, wir haben Butterfly und wir haben noch Rice Pilau. Was nochmal Pilau? Wir haben Peri Peri Fries, das wird halt also Pommes mit einer bestimmten Würze sein. French Fries, Wedges, Sweet Potatoes, Fries and Coleslaw. Was ist jetzt der Unterschied zwischen French Fries und Fries? Was ist der Unterschied zwischen French Fries und Fries, Digga? Vielleicht das Gewürz. French Fries sind mit Salz und fertig, oder? Finito. Egal. Nando's. Aber ich bin ja ein Fan von Nando's. Das heißt, wenn es jetzt so gut schmeckt wie Nando's, dann werde ich hier öfter sein. Weißt du, was ich meine? Dann bietet uns hier ein, zwei Mal weh. Ja. Wisst ihr, was wir wollen? Ja, also. Das ist eine voll geile Location mit draußen sitzen. Wir freestylen jetzt. Was ist euer beliebtestes Produkt? Alles ist gut. Alles ist gut. Alles. Die Frau macht eine direkte Antwort. Dann will ich auf jeden Fall 10. Butterflies? 10 Hühnerbrüste. Nein, ich hab gedacht Butterflies. Kann man so 3-3-3 machen? Da habe ich dann einmal tried out allen Soßen, ja, mit einer Beilage und ein Getränk dazu. Was ist der Unterschied zwischen Fries und French Fries? Die hier. Also das ist Sweet Potato Fries. Ah, Randy kann nicht lesen. Ja, ich sage ehrlich, den nehme ich auch. Ja, okay. Check. Du hast jetzt das genommen, gell? Dann nimm einen Butterfly. Anderes. Was willst du? Ich nehme auch Wings, glaube ich. Wings? Oder ja. Stripes. Wir können auch Stripes. Just two black guys eating some Wings. Er nimmt Stripes und ich nehme Butterfly, ja genau. Stripes nehme ich mit Hot, bitte. Noch eine Beilage dazu? Ja, und zwar French Fries. French Fries. Alright, let's try it. Mango Tango Sunrise. Ich nehme Butterfly, ja. Ja? Dann nehme ich Spicy Rice. Der ist aber eh nicht so scharf, oder? Nein, das ist eher witziger. Ja, das Dang. Ich wollte das Ding ein bisschen massieren, damit er weniger abholt. Okay. Also von innen ist wirklich, man sieht das eh alles so wie wir es in London gesehen haben, gell? Ist schon so. Nur, dass es heller ist, was ich irgendwie geil finde. Aber mit so Gerät und sowas, die haben auch, ich glaube, da ist richtige Kohle drauf. Ist da richtige Kohle? Das ist dein und... Ah, okay.
Ich sag, diesen gibt's genauso bei Hofer zu kaufen. Bei Hofer? Ja, ja. Nein, ich will nicht lügen, Bro. Nein, nein, nein. Mango Taco. Ach so, das ist so. Was auch böse süß. Das ist ein bisschen zu viel von dem Sirup rein. Ich habe auch probiert, ich wollte Insulinspritze gleich. Ja. Ich habe bestellt 4 Schärfestufen. Ich weiß nicht, warum hier jetzt mehr Soßen sind. Weil das jede ist halt zweimal Medium, deswegen. Ah, okay. Bei Nando's hatten wir so 8, 9, gell? Ich habe jetzt einfach 4 Wings nur bestellt, oder? So, wer hatte die Strips? Ich. Der Mann. Das sind die Strips. Wer hatte Probierplatte? Ich. Aber wie scharf ist das jetzt wirklich? Es ist unterschiedlich. Und? Also, du musst ja genau deshalb ausprobieren. Das ist gar nicht scharf. Ja. Das ist Medium. Ja. Das ist hot, das ist extra hot. Von meinem Geschmack ist es halt sehr scharf. Aber kannst du so gut scharf essen? Ja, ich kann so gut scharf essen. Let's go, Bro. Probier es. Chicken Strips oder Stripes? Alle sagen es falsch, weil man schreibt es S-T-R-I-P-A-S. Ladies and Gentlemen. Der Moment der Wahrheit. Mhm. Also ich hab Schärfestufe hot, aber to be honest, hot ist hier nichts. Nein, Bro. Nein, also. Don't get me wrong, man. War gestern, aber. Gestern war was hot. Pommes sind ganz nice. Safe. Pommes können was. Du musst das Chicken dann hot auch probieren, weil Vertrauen. Ich hab hot. Ist nicht so bad, also für die Leute, die jetzt nicht so scharf vertragen. Also ich glaube, hot geht auch noch scharf. Ich glaube, du wirst ohne Spaß nicht scharf gehen. Vertrauen. Für mich ist alles scharf gefühlt. Ja, Bro, vertrauen mir, vertrauen mir. Checkst du, was ich meine? Oder merkst du, schwimmst schon was? Scharf? Frozen! Komm, bevor ich rede. Ja, nein, ist nicht so, also nicht so scharf. Okay. Und Leute, ihr wisst, Alan und Schärfe ist nicht so. Schauen wir erstmal, wie das Chicken ist. Sieht ganz geil aus. Chupapi Munyanyo. Ja? Ja, ist geil. 10 Euro für so einen Teller. Kann man rocken. Kann man rocken. Ich bin auch ehrlich, ich liebe es einfach Wings nur mit den Händen zu essen und sowas. Da bin ich einfach wieder ein Afrikaner. Die Soße ist so ein bisschen, das ist die hier jetzt, glaube ich. Ja, das ist classic. Ist einfach nicht so heavy, mein Geschmack. Das Wing an sich ist legit, so kann man nicht sagen eigentlich. Das müsst ihr, hat man gesehen, wie der Knochen raus ist? Ich hab's noch Kamera. Das ist gut. Und da ist schon auch viel Fleisch dran, Alter. Also wenn Knochen so rausgeht, Bruder, dann ist eigentlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die TK sind, aber... Chupapi. Ich schwör, ist gut. Gut. Die zwei müssen jetzt noch schärfer sein, oder? Die essen wir gleich. Alano. Butterfly. Ich liebe, ich finde bei der Brust, beim Huhn ist das Beste die Brust. Ich mag... Same though. Es muss jetzt so scharf sein, dass es mich verbrennt. Oh mein Gott, das finde ich so sexuell, wenn es abgeht. Spaß. Aber es ist scharf. Es ist scharf. Das ist meine Soße. Das ist genau meine Soße. Hier auch, das auch. Das ist ja die gleiche Soße, ja. Säuerlich, aber jetzt nicht. Ja. Du hast hot, gell? Ja, genau. Und was ist das? Super hot. Ja, genau. Extra hot, genau. Die Sauce ist geil. Wenn du willst, kannst du auch den Wing essen. Boom. Extra hot Wing. Das ist eigentlich perfekt. Wie bist du beim Schafessen eigentlich? Gut? Ja, Bro, meine Mutter, du weißt. Die meint, boah, ich weiß, was ich mit dem Mann mache. Wir machen einen Afrika-Stream oder sowas, wo wir so Fufu und sowas essen. Oh, meine Mutter kocht? Ja. Das machen wir 100%. Okay, das und es gibt bei uns in 10 gibt's einen richtigen afrikanischen Laden. Ja? Big Mamas Haus. Bro, das ist so racist. Bro. Big Mamas Haus einfach. Bro. Der Name ist verrückt. Ja, ich irgendwas mit Mama Afrika. Nein. Mama Afrika, safe. Ja. Und irgendwas war noch so. Gehst du in den Laden? Nein, der ist bei mir im 10. Gehen wir mal dorthin. Das Ding, also ist ohne Spaß, ich spüre es halt einfach nicht so. Oh, ja. Aber es ist halt. Lecker. Ja, genau, ist gut. Für 10 Euro so ein Mittagsmenü einfach mal kommen, für einen 10er wegfetzen. Kann jetzt öfter passieren. Ich wusste schon am Anfang, was diese roten Soßen für mich gemacht. Man könnte eh sagen, ja, Chicken und so könnte noch ein bisschen zärter sein. Aber Bruder, 10 Euro? Das ist auf jeden Fall noch schärfer, glaube ich. Ich glaube, das war der Schärfe. Ich denke, das ist der Schärfe. Aber er ist geiler. Ja, einfach, man spürt halt Schärfe.
Aber nicht wow. Aber das wäre für ihn vorbei. Ist das Endstufe oder was? Probier. Jetzt ist der Moment, um ein Like und einen Kommentar da zu lassen. Aber was probiere ich denn mit Chicken? Mit einer Pommes. Pommes, gell? So, ich möchte jetzt bitte, bevor ich das probiere, ein Kommentar. Jeder liked das Ganze. Schreibt mal bitte Karim in die Kommentare. Karim, einmal Karim. Einmal Karim. Warum Karim? Das erklär mir den. Okay. Der Mann tut so, als wäre er, hätte er One Chip gegessen gerade. Ohne. Das ist aber böse scharf. Wien ist, glaube ich, schon scharf. Ja, Bro, wenn der. Wenn der. Wo habt ihr denn vorher eine Schokolade? Das ist eigentlich eine super leckere Soße einfach. Das ist das, es schmeckt gut. Ja, ja. Man spürt die Schärfe, aber ist jetzt nicht. Ich glaube, vom Geschmack der Soße gefällt mir sogar die Medium Sauce besser. Heißt es Zitrone oder Pfirsich? Was sagt ihr? Ich hab den Tipp. So. Sag dir, wie es ist. Ja. Haben wir das nicht schon mal besprochen? Hoffentlich haben wir jetzt denselben Gedanken. Okay, warte. Ich weiß, was ihr für einen Gedanken habt. Weißt du? Okay. Wir sagen alle bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Zitrone, eins, Pfirsich gemischt. Was? Was? Gibt's nicht. Oder, Cut. Gibt's Cut. Nicht. Ich weiß nicht, was er gerade gesagt hat. Du hast nichts gesagt. Kein Mensch hat daran gedacht. Ich weiß, was ihr denkt. Also. Chicken und Wassermelone. Tai Chi. Das mit Wassermelone habe ich aber noch nie gecheckt. Was hat das mit Schwab? Bro, ich finde Wassermelone sehr overrated. Was meinst du mit Schwab? Voll viele sagen, dass schwarze Chicken und Wassermelone liegen. Generell, also. Okay, Chicken verstehe ich, aber. Liegen schwarze Wassermelone, also, Bruder. Ich bin eigentlich gar kein so großer Fan. Ich auch nicht. Ich bin Ananas. Ananas 100%. Ananas, aber. Geschnitten, wenn die dann perfekt reif ist. Boah. Wenn ich zu viel Ananas esse. Warte mal. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt beenden wir vielleicht das Video, bevor du aufzählst. Ich check schon, ich check schon. Warte, was willst du? Ich weiß, was er sagen will. Ich weiß auch, was er sagen bei will. Bei drei. Ich weiß auch, was du sagen willst. Aber das sind zwei verschiedene Welten. Ich weiß nicht, was er sagen will. Vertrauen sag mir. Mal, was du sagst. Brennt es? Ja. Ah, okay. Ja, bei ihm. Ist das falsch, ja? Ist das falsch, was ich hier sage? Egal, schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wie es euch auf den Hermann, Soße? Aber es ist geil, dass wir so unterschiedliche Geschmack haben. Da rein. Hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Team Mayonnaise einfach. Mayonnaise ist Gamechanger für alles. Oder und Ketchup ist nur Zucker. In Mayonnaise hast du, das wird mit Ei angerührt, ist ein komplexer Vorgang, um das herzustellen. Einer fühlt sich angegriffen. Ja. War lecker. Ja? Ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin ein großer Fan von Nando's so. Okay. Und das ist von der ganzen Aufmachung so ist sehr ähnlich und ist geil. Ich bin ein absoluter Fan. Sind die Wings tiefgefroren aber? Nein. Nein, okay. Jeden Tag frisch aus der Steiermark, kommt hier rein, wird geil. Mariniert, wird gegrillt. Nichts Good job. Also in den Kühlschrank geht nichts rein von uns. Ah, okay. Also nichts ist im Kühlschrank. Nichts. Ah, krass, dann habe ich das sogar falsch eingeschätzt. Nein. Nicht. Weil ich habe gedacht, bei denen habe ich gedacht, dass sie auf jeden Fall tiefgefroren sind. Die sind die besten, nicht nur Wings, sondern Hühnerfleisch, die sind die besten in Österreich. Besser kann man nicht kriegen. Geil. Genau. Also Bodenhaltung, armer Gütesiegel, es geht nicht mehr. Der beliefert 4-Sterne, 5-Sterne Hotels und ein paar Restaurants. Ich deine Videos, danke. Gut. Karim, Ladies and Gentlemen, Chonchu, Hornschuss. Ich bin happy, warst du happy? War lecker? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Definitiv. Zwei schwarze Männer haben das Chicken approved, also ihr könnt hierher kommen, ein bisschen Chicken essen. Habt Spaß, super nettes Team. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Super schöner Tag, macht das, geht raus mit euren Jungs. Noch was zu sagen? Nein. ich liebe euch und schreibt in die Kommentare. Bruder. Die haben schon 8 Kommentare. Jeder, der nicht 8 Kommentare geschrieben hat. Ich sag ehrenlos. Wenn ihr nicht mindestens 8 da lasst. Ehrenlos. Ehrendreck. Das ist eure Sache. Aber ich wollte sagen, dann sind wir keine Freunde. Er übertreibt. Glocke aktivieren. An der Glocke ein bisschen rumspielen. Ja. Bitte? Excuse me? Pause. Zu late. Es hat mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Sagt mal dem Chef Bescheid. Wenn ihr wegen mir gekommen seid, ich glaube, wenn jetzt in der nächsten Zeit werden ein paar Videos auftauchen und so, mich interessiert es, damit er auch weiß, kommt ihr von mir, kommt ihr von Shay's Foodblog, kommt ihr von Barra Chocorano, Charlotte geht raus, M-Hanchos, kann man machen.